Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Player Review hier auf meinem Kanal. Heute geht es um eine eher teurere Karte aus dem Premier League Team of the Season, und zwar um Heung-Min Son von Tottenham. Und wie bei den anderen Reviews, gehen wir ganz kurz zuerst auf die Karte ein, mache ich dann 2-3 Games und dann zeige ich euch die Pros und Kontrast der Karte, die ich so während der Weekend League und auch bei den Games, die ich nachher mache, gesehen habe. Ihr seht, ich habe am Wochenende in der Weekend League 27 Games mit ihm gemacht. Es war leider keine Elite. Ich habe das erste Mal seit einem Jahr gejoked auf dem Main Account. Werden coole Rewards mit Gold 2. Bei 19.8 aufgehört. Danke an EA für die 3 Disconnects. Hab Son im Sturm gespielt auf 7 Chemie. Nicht vergessen, ich habe ihn nicht auf voller Chemie gespielt, ja. Und dennoch 31 Tore und 19 Vorlagen. Man könnte da 3 Spiele abziehen, weil ich habe 3-mal im Ladescreen einen Disconnect gekriegt von EA in der Weekend League. Also es sind eigentlich nur 24 Spiele, 31 Tore, 19 Torvorlagen. Was eine ziemlich ordentliche Bilanz ist, ne? Ich meine, 50 Scorer in eigentlich 24 Spielen, das ist eine verdammt gute Quote. Vor allem für jemanden, der auf 7 Chemie ist. Wir gehen erstmal jetzt zur Karte. Also die Stats, die ja, sind einfach Bombe. 96 Dribbling, 96 Tempo, 95 Schuss, 94 Passen und 81 Physis. Seine wichtigen Stats. Ich habe ihm einen Hunter gegeben. Da er ja nicht auf voller Chemie ist, wollte ich halt sein Pace und Schuss für den Sturm auf jeweils 99 pushen. Es ist nicht ganz, doch, es ist, ja, nee, nicht ganz auf 99. Der Antritt ist auf 98. Die Springgeschwindigkeit auf 99 und das merkt man richtig bei seiner Karte. Beim Schuss, ich meine 99 Longshots, 97 Schusskraft, 95 Abschluss, 97 Stellungsspiel. Das liest sich einfach sensationell, auch beim Dribbling. Eine 94er Beweglichkeit ist nice, 83 Balance ist meh, merkt man aber wirklich nicht. 98er Reaktion, 96 Ballkontrolle, 97 Dribbling, 96 Ruhe, 99 Ausdauer, 99 Effet, 97 kurzer Pass. Also was willst du noch mehr? Ne, der Typ ist einfach ein kompletter Stürmer und einfach geil zum Spielen. Eigenschaften hat er natürlich auch. Er hat Zuverlässigkeit, angeschnittener Schuss, Distanzschüsse und Tempo-Dribbler. So viel zur Karte. Also ich kann euch sagen, bevor ich zum Pro und Contra komme, ich weiß viel zu viel für ihn bezahlt. Ich habe ihn am Samstagabend gekauft. Als er halt noch ein bisschen teurer war. Jetzt mittlerweile ist er noch, kann ich gerade sagen, der ist noch wahrscheinlich so 1,63 Millionen. Also wenn ich ihn verkaufe, falls ich ihn verkaufe, also ich verkaufe ihn nur, wenn ich bei meinen Gold 2 Rewards am Donnerstag auf dem Main Account einen krassen Stürmer kriege aus der Premier League. Also sprich entweder Aguero, Aubameyang oder Richarlison. Oder falls ich natürlich Son in Rot ziehe. Wenn ich keinen von denen bekomme, halte ich ihn selbstverständlich, ja. Auch wenn das Bundesliga-Tots am Wochenende kommt und ich mich auf die Bayern-Spieler freue, behalte ich ihn auf jeden Fall. Ja. Und das ist das Team, mit dem ich spiele in Division Rivals. Das ist mein Main-Team. Mit ein kleines bisschen angepasst, ja, damit. Ich habe hier für SCN habe ich kurz den Fred reingemacht, einfach damit mir noch ein paar andere Premier League Karten dabei haben. Ich habe noch Maguire Tots dabei, der gestern Abend die SBC bekommen hat, beziehungsweise in die Ligen SBC gepackt. Und ich habe Seyuncu Tots noch dabei, den ihr dann vielleicht auch ab und zu seht. Und der Rest ist eigentlich alles Main Team. Also Seyuncu, Didi, auch De Gea, die sind in meinem Main Team fix dabei. Auch hier, das seht ihr nicht ganz, das ist Bergwijn. Birthday, der ist auch in meinem Main-Team. Von daher machen wir das hauptsächlich mit dem Main-Team. Ansonsten wäre hier für Maguire normalerweise hier David Lewis und statt Fred wäre im Normalfall Essien drin. Aber ich habe es jetzt mal so gemacht, vor allem da ich hier einen Didi mit Simon noch linken kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Spiel rein, testen den Jungen. Ich spiele im 4-2-3-1, Son als Einzelspitze. Ja, also dann würde ich sagen, gehen wir in die Games rein. Und dann zeige ich euch mal, wie der kleine südkoreanische Flitzer aus der Premier League so abgeht. Let's go.
Oder wenn er das erste Mal am Ball, sage ich erstmal so, das Dribbling bei ihm, die enge Ballführung, die man mit ihm machen kann. Also ihr seht, der Typ ist extrem beweglich. Und man kann ihn wenden und alles, wie man will. Auch wenn er von der Körperstatur jetzt vielleicht nicht ultimativ, sag ich jetzt mal, Meter ist. So, die Pässe von ihm sehen wir jetzt hier, sind auch relativ gut. So, hat er schön den De Bruyne mitgenommen, war jetzt nicht der schwierigste Pass, aber nicht jeder Stürmer kann das, ne? Man sieht, er hat auch relativ gute Passwerte. So, da haben wir schon wieder am Ball. Ich bin mal ein bisschen mit dem Dribbling durchzukommen oder einen guten Pass zu machen. Oder schauen uns den Laufweg von ihm an, sucht direkt die Lücke nach vorne, dann probieren wir den Schuss aus der Distanz leider daneben. Aber ihr seht, blitzschnell, wenn er ein bisschen weiter hinten ist, geht er blitzschnell wieder nach vorne, sucht die Lücke vor das Tor und man merkt sein Pace, also der kann wirklich jedem davon rennen. Ich habe am Wochenende Laufduelle gewonnen, die ich nicht gedacht hätte, dass ich sie so krass deutlich gewinne. So, da haben wir ihn wieder. Probieren wir einen Doppelpass mit De Bruyne, schade. Vielleicht so, kein Abseits, Schuss aus der Drehung. Ins lange Eck. Problemlos für Son. Absolut kein Problem. Und ihr seht's, auch wenn der Schuss relativ schlecht ausgerichtet war, beziehungsweise, na gut, nee, so schlecht ausgerichtet war nicht, aber dann gnadenlos ins lange Eck. Schießt genau dahin, wo ich ziele. So, da läuft aufs Tor zu, machen wir direkt einen Schuss an dem Pfosten. Wunderbar. So, da läuft er jetzt direkt in die Lücke nach der Balleroberung. Ja, Ball war unsauber gespielt, hat er. Bisschen gebraucht, bis er ihn angenommen hat. Aber dann ist er schon wieder da, bereit für den Nachschuss. Und macht das Ding rein. Interessant ist unser Heung-Min Son. Jetzt hier auch gleich in den Ball kommt. Machen wir mal einen Dragback, so. Aber mal durchlaufen, zack. Ihr seht, das Pace auch mit Ball ist brutal bei ihm. So, probieren wir es jetzt mal. Lauf in die Lücke. Schade, Ball kam nicht an. Und der Lauf in die Lücke war schon wieder sehr, sehr stark. Auch hier, wenn der Pass nicht angekommen ist. Er sucht wirklich immer den direkten Weg in die Lücken der Innenverteidigung, sodass es das Anspielen auf ihn extrem leicht macht. So, jetzt haben wir eine Chance auf den Konter. Können wir mal den langen Ball auf Son machen. Ja, gut nachgesetzt. Und dann steht's 2-0. Also mit Son, das Geile bei Son ist, auch wenn ich jetzt relativ dumm den Ball verliert, wie ich das hier gemacht habe, durch seine Schnelligkeit, Beweglichkeit und seinen doch eher robusteren Körper, kann er Bälle direkt zurückerobern, auch in solchen Situationen und dann direkt einen Konter einleiten, weil er halt wirklich so ein klein, ja, ich würde jetzt nicht sagen eine bullige Statur hat, aber schon eine bisschen kräftigere Statur für einen Stürmer, sage ich jetzt mal. Und das kommt ihm in vielen Fällen zugute. So, jetzt können wir ihn vielleicht nochmal lancieren. Mit einer Flanke. Den Kopfball angucken. Zack, da läuft er. Perfekt in Position. Flanke natürlich auch perfekt geschlagen. Und der Kopfball platziert in die Ecke. Keine Chance für den Keeper. Und ein Ragequit vom Gegner. So, dann läuft er wieder ein bisschen in die Lücke. Spielen wir mal an. Ein schönes Trickchen, vorbei am Gegner, Ecke rausgeholt. Also wieder, also ist egal in welcher Position man ist, solange man offensiv ist, Son sucht immer die Lücke, egal in welcher Position. So, hier ein Schuss aus der Drehung mit Son. Und auch der ist drin, ja, aus einer schlechten Position, mit einer schlechten Ausrichtung. 5 Sterne Weakfoot. Son macht ihn rein. Können Sie nochmal die Ausrichtung angucken. Er war relativ schlecht ausgerichtet, sogar am Rückwärtslaufen und im Fallen geschossen. Und er macht ihn. Das ist halt einfach Son. Das ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Vielleicht noch eine Chance, läuft er nochmal. Dorthin, wo es Platz hat, probieren wir mal die flache Flanke. Ja gut, das war kacke. Das war schlecht.
So, jetzt Möglichkeit zum Curve-Shot, außer Drehung. Wieder schlecht positioniert, wieder Heung, Min, Son und wieder ist er drin. Das ist halt einfach die Power von Ronaldo. Ich war schlecht ausgerichtet und er macht ihn trotzdem rein. So. Ja, der Gegner geht auch raus. Das Tor können wir uns leider wahrscheinlich nicht mehr angucken, aber er ist wieder an beiden Toren beteiligt gewesen. Na, nee, man sieht es leider nicht, das zweite Tor. Schade, aber ihr habt es gesehen, er war so schlecht ausgerichtet und hat ihn trotzdem gemacht. Also, der Typ ist einfach ein Wunder. Ne? So, das war's jetzt von den Spielen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist meine Pro- und Kontraliste. Dahin kommen wir jetzt. So, dann kommen wir jetzt zu der Pro- und Kontraliste von Son. Ihr seht, ich habe kein einziges Kontra drin. Er ist einfach krass, der Son. Es gibt nichts Schlechtes, was man über diese Karte sagen kann. Ihr seht, ich habe jetzt 31 Spiele, ich habe 4 Stück gemacht. Er hat 36 Tore jetzt in 21 Vorlagen, also sprich 57 Scorer nach 31 Spielen. Und ja, was soll ich da noch groß sagen? Ich meine, ich habe beim Pro drin, er ist ein 100%iger Gamechanger, wie es fast keine andere Karte ist. Das Tempo ist bei ihm bemerkenswert, man merkt es extrem, dass der mindestens die 96 Pace hat. Man merkt auch, dass es mit dem Hunter 99 Pace Karte ist. Sein Abschluss ist einfach Bombe, also ihr habt es gesehen, auch aus schlecht ausgerichteten Positionen haut er die Dinge rein. Seine Schusskraft ist absolut krass, er ist mega beweglich. Man kann richtig, richtig enge Ballführung mit ihm machen und so schönes Dribbling mit ihm durchführen, um sich so eventuell Platz zu schaffen und den Gegner zu verwirren. Er hat ein unglaubliches Durchsetzungsvermögen, auch wenn er nur 81 Physis hat. Und hier sieht man es, hier die 73 Stärke, man sieht es hier, 73 Stärke und 71 Aggressivität. Das ist gefühlt viel, viel mehr auf seiner Karte. Ihr habt es auch hier ein paar Mal gesehen, er hat sich bei mir gegen Van Dijks körperlich durchsetzen können. Gegen Maldinis hat er sich durchgesetzt. Also der Typ hat einen Körper, der echt gut zu gebrauchen ist. Er ist mit 1,83 Größe, nicht wirklich von der Körpergröße und Statur her Meter. Aber diese Karte macht ihn zur Meter. Er ist Meter sozusagen. Und ich habe noch die 99 Ausdauer als Pro genommen. Es ist ein Stürmer, den du halt einfach das ganze Spiel lang, auch über 120 Minuten in der Weekend League, nicht auswechseln muss. Der ballert seine Sprints bis zum Ende durch, ballert die Dinger bis zum Ende durch, wenn ihr die Coins habt, momentan 1,6 Millionen und der passt in euer Team rein, absolute Kaufempfehlung. Er ist wirklich zu empfehlen. Ich habe selten mit einem Stürmer so viel Spaß gehabt wie mit Son und ich habe bisher viele Stürmer gespielt, vor allem viele teure, ja, wie ja, fast alle guten Eigenstürmer, außer die ganz teuren natürlich, wie Eusebio, R9, Pelé etc. Ich meine, ich habe Dalglish gespielt, ich habe Putragueno gespielt, ich habe Kluivert gespielt, was es nicht alles gibt. Ich habe generell krasse Karten gespielt und kein einziger hat mich so überzeugt wie Son. In diesem Sinne beenden wir das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lassen würdet oder einen Daumen nach oben, um auch keine weiteren Videos zu verpassen. Wie gesagt, kauft euch Son, wenn ihr könnt. Ihr werdet es nicht bereuen. Spielt ihn im Sturm. Das kann ich euch empfehlen. Nicht auf dem Flügel. Im Sturm ist er sehr, sehr effektiv. Viel effektiver als auf dem Flügel. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.